dass wir jetzt 4 Kreisverkehre in Angelbachtal haben, liegt nicht daran, dass Gemeinderat, Gemeindeverwaltung oder Bürgermeister irgendwie einen gesteigerten Hang oder eine abgrundtiefe Liebe für die geometrische Harmonie des Kreises hätten. Nein, es spricht hier die pure Pragmatik. Aber wie war denn das Bild hier an der Stelle lange Jahre zuvor? Es gab lange Rückstaus an der Kreuzung, es hat regelmäßig gekracht. Das Problem war einfach, dass die Verkehrsstege auf der Landesstraße zu groß und damit der Verkehr so dicht war, dass insbesondere die Verkehrsteilnehmer aus der Karlstraße, also aus der Kreisstraße und unserer Gemeindestraße, der Luisenstraße, einfach nicht mehr einfahren konnten. Zumeist waren es Blechschäden und nur kleinere Personenschäden, aber jeder Unfall ist einer zu viel. Macht endlich was, lautete der viel geäußerte Auftrag aus der Bevölkerung. Und wie bereits erwähnt, gehen wir als Straßenbauverwaltung des Landes Maßnahmen immer dann an, wenn sie verkehrlich und baulich notwendig sind. Auch bei diesem Kreisel sehen wir wieder, wie eine ehemalige Kreuzung zu einem Platz aufgewertet wurde und sich gut ins Ortsbild einfügt. Aus Sicht der Verkehrsingenieure ist das nur ein positiver Nebeneffekt. Uns geht es eigentlich vordergründig um die Erhöhung der Verkehrssicherheit und eine Stärkung der Leistungsfähigkeit des Verkehrs. Auf dem Weg von Heidelberg hierher habe ich 3 der 4 Kreisel passiert und ich muss sagen, sie kommen einem so normal mittlerweile daher, aber wenn man sieht, wie die Verkehrsbelastung und die Verkehrssituation immer vorher war und jetzt sieht, welchen Beitrag Kreisverkehre zu einem flüssigen Verkehrsfluss leisten, muss man schon sagen, das sind richtige und gute Entscheidungen, wenn sie an den richtigen Stellen passiert. Und ausgesprochen in Angelbachtal kreiselt sich wirklich hervorragend. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Wins ich jetzt aufzählen müsste, um zu sagen, was für eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation ist. Aber vor allen Dingen ist es natürlich für die Verkehrsteilnehmer eine gute Situation, aber auch für die Anwohner. Der Dank an die Anwohner, an die Unternehmerinnen und Unternehmer ist ja schon ausgesprochen worden. Aber wenn ich mir vorstelle, das ist ja auch so ein bisschen der Weg manchmal zum Stadion, wenn man hier über Angelbachtal fährt und die Autobahn mal wieder belastet ist, was sie aushalten mussten an Verkehrsstockungen, an stehenden Belästigungen, an Lärm und Emissionen, das wird alles viel besser. Das kann ich mir vorstellen. Man sieht es ja jetzt schon, dass der Verkehr sehr flüssig läuft. Trotzdem weiß ich, dass diese Baumaßnahmen ein harter Schlag auf die Umsätze der Betriebe waren. Dies umso mehr an dieser Stelle danke an alle Unternehmerinnen und Unternehmer für die Geduld, für das immer wieder schnelle Zusammenflicken gerissener Geduldsfäden und für das am Ende doch sehr gute Miteinander bei diesem doch so bedeutsamen Infrastrukturprojekt für unsere Gemeinde.